28 Bilder. Ja, Ultra war jetzt auch sehr hoch, ey. Idea. Habe schon mal das nächste Safe House ins Visier genommen, weil da der nächste Auftrag ist. Bei 7. Stufe 7. Mal gucken, ob meine Grafik das jetzt schafft. Ich habe schon mal das. Bist du noch da? Ich bin noch hier. Warum? Ich warte auf dich. Bratan. Warum bist du noch hier? Na, 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 na. So. Ich habe gerade eine Ratte erschossen. Schwein. Ich weiß, ich konnte nichts dafür. Juhu! Jetzt kannst du die Markierung, kannst du aber sehen von mir, ne? Ja. I see. Brauchst du? Willst du eine Kippe? Ich habe eine ganze Packung ungeöffnet. Ich habe genau ein Visier. Genau. Ja, sicher. Ja, du bist nur ein bisschen weit weg, ne? Ich muss hier gucken. Ich tausche gegen Essen, aber nicht gegen Junkfood. Das ist ein Originalprodukt. Die werden nicht bist du hier oder? Herstellen. Hier. So, ich schieße dem einen jetzt im Apfel und der andere kommt hoch, dann erschießt du den, okay? Ich sehe noch keinen. Ja, der kommt jetzt, pass auf, da wo ich hinziele. Ah, jetzt siehst du ihn ja. Ah, okay. So? Ja, genau so. Hast du da nichts? Keine Granate, kein nix. Hm.
machst du denn da? Oh, mein Scheiß hier in die Wand rein. So. Drei Bedrohungen habe ich gefunden. Guck mal an, ey. Drei. Jetzt komme ich dann nicht raus. Ist sie hier? Sofort. So. Wo bist du? Da. Was machst du da oben? Ja, die hab die im Visier. Der rotzt da voll hin. Ich muss sagen, wenn du so weit bist, ne, aber da unten kannst du nichts ausrichten, ne? Ich komme ja näher ran und weiter suchen. Wir haben ihn ausgegraben. Fertig? Mann, sau halt still, ey. Unter nicht? Ja. Nee. Ich hab mir das anders vorgestellt, irgendwie. Da, ein Telefon. Irgendwo. Hier. Ich ja, nimm du mal. Ob das dann für mich... Ja, ist egal, wer denkt, wa? Hallo? Hier spricht Naomi? Hi, Naomi. Hier ist wieder Ali auf 89.8. Und ich habe gute Nachrichten für dich. Was denn? Prinzessin, du wirst dir den Nussknacker im Lincoln Center ansehen. Omi, Omi, wir haben gewonnen. Und wen wirst du mitnehmen? Meine Oma. Na, dann bestell deine Oma von mir, dass ich euch viel Spaß wünsche. Okay? Okay. Ich habe eine Maschine. Dann gib mir mal deine Oma, damit wir euch die Karten schicken können. Stufe 6. Omi. Okay. Und zu haben, oder was? Nö, erstmal nicht. Okay. Mein Gott. So. Jetzt geht los. Ach, da bist du. Na, freilich. Ist immer noch da vorne lang, ne? Zu dem Safehouse. Ach, hier sind schon wieder welche. Tut der Hund dir was? Kannst du nicht so erschrecken. Jetzt wollte ich meine neue Schrotflinte ausprobieren. Achso, ja gut, ich halte mich gleich zurück, okay? Weil der so schön nah dran war. So, ich habe den Faden verloren. Da. Warte mal einmal. Mhm. Warte. Ich wollte uns nur mal eben reparieren. Ich war voll. Achso, du warst voll. Ich hab ihn sehr erwischt.
diese Güte weitergeben. Ein paar neue Stiefel habe ich gerade gekriegt, ne? Ist ja gar nicht. Hier sind wieder Pokliger. Jetzt sei kein Arschloch. Ich habe sie gesehen, okay? Ich weiß, dass du sie hast. Wolltest du mit der Schrotflinte da ran? Ich versuch mal. Scheiße, was zum Teufel willst du? Die geht, ne? Ja. Drei Schuss. Der hat was Grünes verloren. Um welchen Notfall geht es? Quatsch. Ich bin's, Jen. Ich bin gerade beschäftigt. Hinterlass eine Nachricht, dann rufe ich zurück. Peace. Hi, ich bin's nochmal. Ich möchte, dass du dir was anhörst. Pass auf. Es sind Vögel, Jen. Nach 9 Jahren hinter Gittern ist das so unglaublich erfrischend. Ah. Muss jetzt los, noch ein paar Weihnachtseinkäufe erledigen. Aber keine Sorge, bald siehst du mehr von mir. Weißt du noch, wie ich immer gesagt habe, nicht mal der Knast könnte uns trennen? Ach, und ich bin deinem Freund begegnet. Er sagt Hi. Peace. Aha. It's very interesting. Betreten eines sicheren Bereichs. Lief gerade einer vorbei. Bitte? Hier ist gerade ein langer mit Name. Ja, naja, das ist auch einer. Der zockt. Dann der, auch ein, der war auch im Safehouse. Dann ist der hier drin, ne? Der war. Der ist jetzt wieder weg. Okay. Hier ist noch einer, aber der ist schon Level 15. Konnten wir die schon immer sehen, wenn die hier waren? Ja. Im Safehouse sind sie die. Die triffst du draußen auch zwischen. Im Safehouse. Achso, haben wir ein neues Safehouse entdeckt. Jetzt verstehe ich. Du bist voll leise. Oder sprichst du nicht mit mir? Ja doch. Mach mal Mikro wieder. Du bist leise. Du hast das Mikro irgendwie anders, oder was? Nein, nicht direkt am Mund. Ja, dann mach wieder am Mund. Du bist voll leise. Du musst ja auffüllen, ne? Vielleicht, wenn du möchtest. Die Top-Adresse der Stadt. Sehen Sie her!
Hier kannst du die Karte aktualisieren. Ja, genau, bei dem Film ist. So. Hast du schon? Nee. Nee, hast du schon. Ja, okay. Dann hast du die Map auch hier dann schon hier. Hast du auch mit. Also wenn ich die praktisch betätige, bekommst du das auch alles mit. Das weiß ich ja selber auch nicht. Also würde ich mal tippen, weil bei mir war jetzt nichts da, bei dem Typen. Und die Karte, wenn ich jetzt da hingehe, was muss ich dann hier sehen? Ne, der müsste normalerweise müsste dann sehen, wie der anfängt hochzuladen. Daten, also dass der Daten lädt. Ja, vielleicht hast du das gerade gemacht, als ich hier wieder gefummelt habe. Ja, das kann sein. Stufe 8, Stufe 6. Ich habe hier einen Auftrag Stufe 6. Warum ist denn jetzt so leise? Die Stromversorgung ist eine unserer Top-Prioritäten. Und unsere beste Chance auf eine sichere Stromquelle ist die Leitung durch die Passway-Baustelle. Hallo. Ein kleiner Trupp unter dem ehemaligen Pionier Paul Rhodes hat die Aufgabe übernommen. Sie sind nicht wieder rausgekommen und ihr Funk ist tot. Sichern Sie uns den Strom und holen Sie Rhodes daraus. In der Reihenfolge. Eins ist wichtig, das andere essentiell. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Jetzt wieder normal. Hörst du mich auch wieder normal? Nö, ist ganz leise. Ja gut, jetzt bist du auch leiser. Komisch. Warte mal, ist das Skype wieder? Warte mal. Skype. Option. Option. Audio? Oh. Nö, bei mir ist alles gut. Ja? Vorne wieder Feinde, zwei Stück. Agent, wir haben eine wortwörtliche Manifestation negativer Energien aufgespürt. Die Antennen haben eine Fehlfunktion. Sie wurden wohl sabotiert. Gleichgewicht erfordert Einsicht und vielleicht etwas Hilfe auf physischer Ebene. Was? Erfasse ein Echo in der Nähe. Nicht nachlassen! Hier ist ein Echo, hast du es schon gesehen? Ja. Holen Sie uns hier raus, bitte! Wir tun alles dafür! Ja, da vorne, die wird hier schießen, was hier. Da ist auch ein Fehler. Ich höre dich nicht von der Tier. Ja, hier ist was Grünes. Hast du das aufgenommen? Ja. Gut. Wir müssen hier hoch, ne? Das ist doch jetzt hier aus der Beta, ne? Ich hab schon gesagt gerade. Was? Das wie aus der. Ja, das kann sein, dass es auch wie auf der Beta ist. Ne, das also, ist doch aus der Beta, das haben wir doch auch schon gemacht. Ja? Mal ja. Die Transistoren hier einschalten. Stimmt. Hast du den Knopf schon gedrückt? Nee. Ich mal gemacht. Ich war jetzt, ne? Ich war jetzt zu schnell. Ich warte auf dich. Vergiss nicht, was wir hier leisten. Wir sind alle so verlaufen. Ich schmeiß eine Granate auf die rechten Beinen. Ja, okay, und ich erschieße den von. Ich gucke, dass ich oben die erschieße. Na gut, dann schmeiß eine Granate, dass ich alle kriege. Okay. Fertig? Los.
Hammert? Hammer. Na dann. Willst du im 1911 haben? Eine Pistole? Wieso findest du die immer alle und ich nicht? Ich weiß nicht, warum ich die jetzt bekommen habe. Ich biete sie dir an. Nee, ich hab erstmal. Bei mir ist erstmal gut. Ich bin da so gar nicht heiß drauf. Weißt du? Mhm. Im Moment komme ich klar. Wenn ich merke, dass die anderen alle besser sind, dann können wir da durchtauschen. Aber danke. Hast du jetzt den Knopf drin? Ja, ich komme Feinde. Ich habe jetzt eine Waffe für Entfernung und eine für nah. Hier was gewohnt. Ska, Militärversion. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, also ist doch schon irgendwie aufgeteilt. Unser Potenzial ist stets bereit, von uns genutzt zu werden. Vielen Dank, dass Sie es immer im rechten Moment einsetzen. Ende der Durchsage, Agent. Hast du alles eingeschaltet? Ja. Wir müssen jetzt auch die Punkte bekommen haben. Mhm. Ich wusste jetzt nicht, warst du da oder bin ich irgendwo durch? Sind wir da jetzt fertig mit oder? Ne, da unten ist noch ja, weiter, ne? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ne, nee, hier ist fertig. Da kommen wir auch nicht runter. Manchmal haben die auch so Sachen versteckt, ja. Also, gucken lohnt sich manchmal. Aber das ist eh zu. Da kommen wir nicht runter, glaube ich. Hier ist was zum Ablassen. Ja. Ja, dann geht, ich hab hier was zum Ablassen. Lass uns mal treffen. Oh, Feinde. Wo bist du? Ah, ich sehe. Ach, da hinten sind sie. Vier Bewohner. Die anderen sind da. Ich bin hier unten auf der Straße, ne? Warte, du bist schon noch, ja, warte. Ich kümmere mich drum. Jetzt habe ich nur noch 10 Bilder. What the fuck, ey. Hä? War doch gerade gut. Ja, das war gerade. Ja, macht der gerade was im Hintergrund dort? Nee, eigentlich nicht. Jetzt ist es wieder gut. Ja. Wie viel hast du jetzt so die ganze Zeit? Jetzt habe ich wieder 61 Bilder. Vielleicht habe ich zurückgesetzt. Denke ich mal. Oh, die will was. Welche? Die hier. Ja, genau. Ich kann auch sehen. Sie sind ein guter Mensch. Aha. Irrer Tag, was? Gerettet! Gerettet, Tit? Ich hab hier noch zwei Feinde. Buckel hier. Es gibt keine in der Stadt. Wo hast du wieder. Wo findest du die denn immer? Einen hab ich gefunden. Wo denn? Ich seh die auch nicht mal. Hier vorne stand einer. Ich hab's durchs Visier geguckt und hab gesehen, dass der. Ja, wir müssen da noch zu dem Blitz, ne? Ja. Der ist gar nicht markiert. Haben wir den Weg verloren? Da ist er. Das kann doch sein, wenn du eine andere Waffe nimmst, dass du schneller läufst, ne? Ja, ja.
Aktives Echo-Signal geortet. Ist ein Echo. Ja, das hatten wir gerade, ne? Oder? Jo. Feinde? Oh, oh, 1, 2, 3, ganz viele, ey. Hier wird es lustig, glaube ich. Gute Arbeit. Ich geh rein, Leute. Scheiße. Zu langsam. Ja, müssen wir gleich mal zusammen gucken irgendwie. Ich habe glaube ich schon eine Kniebeinschuhe, ne? F, nee. Was ist das? Markierte Position in der Nähe. Hier ist Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Sie kämpfen nur für sich selbst. Manche meckern aber auch, ne? Ja. Ist denn hier noch was von der Wand? Ja. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit.
Gegner neutralisiert. Bitte mal Zeit. Der manchmal ist richtig heftig, ne? Ja klar, hat ja gar nicht aufgehört. Granate. Ja, dann weiter, wa? Ja. Das tut weh. Da ist noch was. Ah, vor mir. Nur wertlose Münzen. Welche Münze, links oder rechts? Sarah wollte die Baustelle als Massengrab nutzen, was das Interesse der Cleaners daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt, aber tun Sie, was nötig ist, damit Rhodes uns den Saft wieder andrehen kann. Das heißt, falls er noch lebt. Also so nah ran kann man doch nicht. Ja, hier haben die mich gesehen. Oh, hier ist eine Bombe, pass auf. Was hat Piepen? Irgendwo steht hier so ein Bombenpäckchen. Wenn du da vorbeigehst, explodiert Dinge. Sehen wir? Da. Können wir wegknallen oder was? Ja, ja, da kannst du. Ich sag ganz schön zu machen eventuell. Mhm. Also wir müssen hier rein. Oh, du schießt genau schon vor der Tür an. Jetzt muss man erstmal ziehen, ey. Ich glaube, das fängt da oben drauf erst an. Ich glaube, das haben wir auch noch eine Beta gemacht hier, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Geiselrettung. Wie Geiselrettung? Da vorne ist eine Geisel? Ja, hier irgendwo. Hilfsrelais lokalisiert. Ziel erfasst. Hä? Unterebene 3. Du jetzt oder ich? Hast du jetzt was entdeckt oder ich? Ne, wir haben beide was entdeckt. Ich glaube, das hat ja jetzt was mit dem Auftrag jetzt zu tun. Nix, da unten. Ja, genau. Da unten steht was. Ah, jetzt wird stehen sehen. Ich schieße ihm seinen Tank weg. Warte. Scheiße. Musik ist geil. Ich könnte mal Munition brauchen. Ich weiß nicht, wo er ist. Der Punkt hier. Sehr schön. Kann das sein, dass wir uns beeilen müssen? Nee, hier nicht. Sonst würdest du nur laufen sehen. Wenn du nur laufen siehst, dann soll Gas geben. Hier muss er einfach nur überleben. Schade, die Musik war gerade sogar da oben. Und manchmal. Warte mal. Dietrich. Warnung. Guck mal. Feinde nähern sich ihrer Position. Jetzt kommen erstmal Feinde, jetzt müssen wir uns erstmal kümmern. Pass auf, hinter uns steht eine Tonne. Das ist ja die geile Musik. Leuchtet was rot. Ja. Hier ist jetzt so ein. Mit dem Dietrich kommt hier rein. Guck mal, in der Türe hier. Hab ich. Schütze die. Ja, dann kannst du dein Geschenk mitnehmen. So, meins auch. Ich glaube jetzt diesmal nicht. Hat's nicht? Ich weiß nicht. Weiß mal. Ich sehe da nichts. Jetzt muss man weiter, ja? Ja.
Rhodes ist nicht gerade unser Wunschkandidat. Er hat das nötige Fachwissen, aber es heißt, er sei exzentrisch. Was eine nette Umschreibung für paranoides Arschloch ist. Versucht, aber muss auch ein paar Mal treffen. Ja, wir haben noch Munition. Ja, wo ist denn jetzt hier? Ich vermute mal hier. Jo, hier ist was. Was war denn? Ich hab einen Schluck Wasser. Was? Nein. Hier ist eine Munition. Ah. Hier ist nichts. Wir haben die Info, dass mehrere Teams der Cleaners vor Ort sind. Sie wollen die Infektion ausbrennen, und zwar inklusive der Leute, die versuchen, sie aufzuhalten. Also Vorsicht, sie arbeiten in Teams. Also große Gefahr, würde ich sagen. Da kommen sie. Ist bereit? Läuft. Mit dem Projekt sollte das U-Bahn-System ausgebaut werden. Es war noch nicht fertig, als die Dollargrippe ausbrach. Öffentliche Bauten in New York folgen ohnehin ihrem eigenen Zeitplan. Wir sollen noch hier hin. Ja, ja, hier hinten ist eine Kiste. Okay. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Warnung, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Ist kontaminiert hier, sagt er. Ja. Aber hast du noch so einen Wasserausgangsschutz drin, oder nicht? Hab ich einen auf? Weiß ich nicht. Muss mal gucken, wenn du Inventar auf hast. Ich hab nur einen auf der Nase. Verwünscht. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Inventar. Ach du Scheiße. Also sofort.
Teil, ich muss einmal ganz kurz gucken. Aha. Zack. So, ich habe nämlich zu wenig Platz in meinem Rucksack. Vier. Alle veräpfeln, ey. Boah, das ist die gleiche Scheiße wie Mann, oh, was ist denn hier wieder los? Vektor, die soll gut sein, die Vektor. Komme ich dann nochmal auf die Waffen? Auf I. Ne, oder? Ja, I ist Inventar. Und dann? Ja, dann kann, hast du direkt die Waffen. Übersicht. Mod. Ja. Mod. Mod entfernen. Ist ja doof, oder was? Mod. Irgendwann vorhin hatte ich hier auf Kontaminierung hatte ich eine Stufe, die habe ich jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe irgendwann abgelegt oder angelegt, wo ich diese eine Stufe verloren habe. So. Oh. Ach doch, da. Das findet man unter Fähigkeiten. Da habe ich Flüterstufe 1. Warte, wie geht das jetzt hier? Aktivieren Sie das Energierelais. Wer das Licht eingeschaltet hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Hier, Fei Lau, ich misch mich kurz ein. Die Hilfe ist von uns, Rhodes. An wen auch immer. Machen Sie sich auf den Weg zum Sekundärrelais.
Und sobald sie Leichen sehen, setzen sie schnell die Maske auf. Sonst sind sie tot. Maske habe ich auf. Hier ist was. Ist die Regel? Hast Hunger? Ich hab eine Flasche Wasser hab ich gekriegt. Oh, vorne Bremse. Ich brenne. Das ist die Feuerwehrklappe oder Lappa? Ja. Ich kann hier auch gehen. Ich weiß total, was du kommst. Wo bist du denn? Ist noch hochgekommen. Einer ist dann unten. Ja, wunderbar. Aktivieren Sie das sekundäre Energierelais. Mach du das an. Ich hab da gerade an. Scheiße. Für den Job brauche ich mehr Hände, als ich habe. Glauben Sie, dass Sie mir helfen können, wenn ich Ihnen sage, wie? Welche Hilfe Sie auch brauchen, Sie werden sie bekommen. Gut, weil ein paar Relais-Module ausgewechselt werden müssen. Das muss, oder? Wir sind falsch. Wir müssen nur noch. Ich hab hier unten noch was gehabt. Warnung! Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Oh, guck mal da unten. Über die Leichen, ja. Leck mich im Arsch. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Ist hier was? Ja, wir rennen so rum. Da oben. Da oben ist auch einer, rechts von uns. Den kümmere ich mich. Dann nehme ich den am Ende. Wenn hier so eine Hand leuchtet, wo ich hinlatschen soll. Ist das ein Schleichweg oder was? Ach, hier oben, ich bin hier nur hier vorne hochgegangen, da war eine Leiter. Ich hab irgendwie so einen Koffer geholt. Den Koffer muss er anbringen, ne? Ja, aber wo? Ach, da. Mann, Typ, ey. Ich schreck mich nochmal so, Freund. Du musst mir hier helfen. So hab ich den jetzt. Du musst den irgendwo reinbringen, ne? Irgendwo reinstecken. Hier. Yeah. Position.
wann dann? Es klappt tatsächlich. Kein Spannungsabfall mehr in Lower Manhattan. Noch ein paar Aktionen wie diese? Schießerei, das waren Sie, oder? Dachte ich mir. Ich glaube, dass Sie jemand gehört haben könnte. Alter, wer geht das denn hier? Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Sag mal, wenn du soweit bist. Ich nehme den hinteren, der da. Oh, da kommen zwei. Warte, da habe ich dann noch eher einen Granaten. Was meine Granate. Du oder ich? Wieso geht das nicht? Du bist auf dem Club gelungen, Schwert. Geht los. Ja? Durchladen hier. Ist hier noch was? Nein, schieß er noch nicht. Sau. Das war's voll. Nein, hab ich auch nicht gesehen. Verbinden Sie das sekundäre Energierelais. Geil gemacht, ey. Was? Oh, oh, da. Hier, jetzt musst du das Ding in die aufnehmen, wo die Hand ist. Und dann reinstecken. Hä? Hast du die Sachen, ja, hast du auch hier Sachen gefunden? Nö, nix. Warte mal, du musst jetzt den noch machen. Steck das Ding jetzt mal da rein. Dann. Ja. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Ich pass auf die auf. Da vorne muss er rein. Ne, muss er weiter. Ich renne. Dann schmein. Ja, ich lauf ja. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Ich bin im Brand. Das ist mein Job. Da wollen die Feuerwehrmann mit Feuer jagen, ne? Ja, war ja gut. Oder? Da war ja wohl ein Witz jetzt, ne? Oh, verarsche, wa? Nimm auf das Ding. Steck ihn endlich rein. Ach guck mal, wie weit das ist, ey. Gibt's doch gar nicht. Jetzt müssen wir gleich wieder runter. Ach, komm. Erst nochmal. Da muss ich. Genau da rein, nicht? Steck ihn rein, Baby, komm. Ja, ja, ja.
Oh, hier ist Mund. Ja. Aktivieren Sie das Energierelais. Lass uns nochmal runtergehen. Lass uns nochmal runtergehen eben. Das ist der. Ich hoffe, Sie können im Dunkeln sehen, weil ich Sie im Kontrollraum brauche, um diese Sache zu verteilen. Ja, ich weiß. So, hier sind Handschuhe. Inventar, warte mal. Aber hier ist hier gar nichts. Ich schon. Shooting. Karabiner. Veräppeln, ey. Jetzt macht er mir. Ja. Das wart. Was wart? Ja. Ich hab gerade gedacht, hier wären noch mehrere Sachen gewesen, die man hätte nehmen können. Scheiße. Aber ich glaube, da waren noch weiter hinten, aber egal. Komm, Junge. Weiter los. Haben wir noch schön mit. Feuerwehrjacken. Mit der Munition einfach voll. Und hier lang. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Oh, das ist ein Endgegner. Doch auch. Warten Sie kurz. Wollen wir zu wissen. Wir müssen erstmal runter. Ich hab das ja schon einmal gehabt. So oder so ähnlich. Erstmal hier runter. Mein Gott, ist das Ding laut! Den brauchen wir. Okay, ich mach mich jetzt im Kontrollraum an die Arbeit. Wen brauchen wir? Den Typ, den müssen wir gleich. Kleines Update von mir. Es wird gleich echt schnell echt dunkel. Der Strom fließt nur zur Basis, wenn ich neu boote. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Ist gleich gut fein. Leck mich am Arsch. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Gleich muss ein bisschen laufen. Der letzte große Hurricane hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Biester, aber vielleicht haben wir Glück. Position. Sagen Sie mir, dass das Ihre Leute in dem Aufzug sind. Jetzt kommen die mal Aufzug, jetzt lassen wir mal hochgehen hier. Wir haben sonst niemanden vor Ort. Der eine Typ, der ist nämlich heftig, der da aufsteigt. Und ich bin am Arsch. Super heftig. Ja. Da, das ist ja. Den Zahn ab. Thank you.
Verteiler ist grün und wir haben genug Saft, um es hier wie in Vegas aussehen zu lassen. Ich mache hier alles dicht, damit uns niemand dazwischenfunken kann. Sie irgendwie nehmen können? Dabei können Sie mir nicht helfen, also verschwinden Sie. Ich komme später nach. Ja, ist voll. Warte mal, ich muss da eben. Das reicht fürs Erste. Hinlegen oder so ist gar nicht, ne? Bitte was? Oder hinlegen können die nicht, ne? Nee. Nur eben an so, wenn du so Dingens findest hier. An so Objekte. Jetzt müssen wir mit dem Aufzug hoch. Komm rein, Junge. Komm mal finden hier. Agent, das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein. Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. Sehr gut. Rhodes ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte. Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. Da vorne ist ein Sack im Leere. Nein. Hä? Einiges wurde fallen gelassen. Sind die doof? Checkpoint entdeckt. Muss zwischendurch, wenn du irgendwo rauskommst, muss er auf den Bildschirm achten. Da steht dann irgendwas und dann, wenn du rechtzeitig auf F drückst, dann kannst du irgendeine Mission oder was teilnehmen. Sonst, wenn du das Drücken versäumst, ist das, glaube ich, weg. Ja, ist mal genug Mission hier. Ist mal frische Luft. Ja. Sachen fallen lassen? Ja, der hat mir gerade gezeigt, als ich den Raum verlassen habe, was ist denn los? Dass ich zu viele Sachen hatte. Empfange JTF-Funksprüche. Explosion durch leichte Waffen! Unter der Schuss! Hindere an und im Visier! JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Lassen Sie nicht entkommen! Die nächste Schritte. Ja! Wichser! Knochen der Stadt! Der Wichser zu mir. Der Arsch. Was ist der Grün hier? Tot. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Den Offizier verteidigen. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Echt super! Tangos im Anmarsch! Erledigt die möglichst auf Distanz. Thanks.
an sich. Tangos im Anmarsch. Kämpft taktisch, dann schlagen wir sie. Sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Was ist denn mit mir? Ich bin irgendwie angeschlagen. Ja, du bist ja in so eine Wolke reingelaufen. Wir sind gerade rechtzeitig gekommen. Jetzt überlegen die sich zweimal, bevor sie die Deckung von der Wolke erreichen. Oder vorne ist ja noch mehr. Nee, nee, ich hab erstmal genug hier. Echt nicht, weil ich benutze die Dinger sowieso nicht, wenn du da Spaß dran hast. Nee, nee, ich hab jetzt hier eine schöne. Ach. Ich zähle die jetzt. Brauch ich alles nachher, wenn ich an der Kiste bin. Weißt du? Ja. Sie machen gute Arbeit. Ich den Hintern ab. Hammer? Wo bist du denn? Du bist nur hier lang, ne? Ja, ja, ich wollte hier nochmal eben gucken, was hier so. Wo zur Hölle gehen wir hin? Sehr schön, ja. Hab ich. Ja. Was sind die krank? Ja, keine Zweifel, ne? Hier ist noch eine Kiste. Hast du eine gefunden? Zwei. Ne, ich meine, den mach ich jetzt gerade. Dann muss es jetzt schon. Ja, klar, dann muss man das später ja nicht machen. Achso. Hier ist noch eine Tür zu knacken. Ja. Noch eine Kiste. Hier sind auch Waffenteile oder sowas zu finden. Irgendwas ist hier. Jede Menge Elektronik. Hier ist noch eine Tür. Ja, genau. Aber dann kommen wir weg von unserem Einsatz, ne? Ja, warte mal. Den kann man aber nicht trotzdem gucken. Der Einsatz soll heute bestehen. Ja, ich wollte jetzt mal langsam zurück. Ist schon 7:30, vielleicht kommen wir gleich online. Ja. Okay. Hier ist ja erstmal nichts. Ich brauche einen Kaffee. Lässt den kalt. Lässt den kalt. Entsperre den technischen Flügel. Paul Rode ist in der Basis reden. Hm? Ah ja, stimmt. Hätten wir uns jetzt auch hin teleportieren können? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, das ist schon offen. Da hätten wir machen können, ja. Jetzt haben wir das dritte Ding fertig, ne? Ja, jetzt haben wir das, genau. Mal schauen, was passiert. Den haben wir ja eben befreit, der ist jetzt da schon hin und jetzt. Sie leisten gute Arbeit.
Aber lassen Sie jetzt nicht nach. Jetzt kommt er. Was? Sollen wir etwa für immer hier bleiben? Bitte, ich finde Sie nicht. Diese verdammten Cleaners machen es noch schwerer, das Netz zum Laufen zu kriegen. Noch schwerer. Hey, ich bin nicht sentimental, aber Sie haben mich da rausgehauen, also danke. Ich weiß, Sie erwarten mehr als einen feuchten Händedruck dafür, meinen Arsch gerettet zu haben. Zum Beispiel den Scheiß hier zum Laufen zu bringen. Ah, Regierungsstandard, verstehe. Schön, dass die Messlatte noch immer so tief halten, dass selbst Kakerlaken einfach drüber hopsen. Wollen Sie Qualität? Kaufen Sie es privat. So läuft das in Basra. Also ja, die Stadt lebt nicht vom Furzen und guten Absichten. Strom, Wasser, das Ganze drum und dran. Nicht, dass Sie der Erste wären. Hab gehört, ein paar von euch sind verschwunden, als die Scheiße losging. Dazu hätte ich ein paar Theorien parat. Ich meine, wenn Sie da draußen die Stadt neu verkabeln, stochern Sie rum, sehen Sie, was Sie finden. Vielleicht war es das Virus oder die Chaoten oder die Stadt hat ihr dreckiges Maul geöffnet und sie alle verschluckt. Ich würd's glauben. Ist schon mal passiert. Meine Frau hat sie auch verschluckt. Ein Wunder, dass ich noch hier bin. Das heißt, ein Pessimist ist ein desillusionierter Romantiker. Tja, wer immer das gesagt hat, ist ein Arschloch. Na los, finden Sie was raus. Ich sag Ihnen, was Sie zu tun haben. Passen Sie auf, dass diese Scheißstadt Sie nicht auch noch verschluckt. So, jetzt bin ich bei dir. Jetzt muss er zurück, jetzt muss er an dem Terminal und muss das freischalten. An die Arbeit. Steuerung freimachen und dann kannst du noch so eine 200er Geschichte aussuchen. Kohle machen wir nicht viel, ne? Nee, du, ja gut, du kannst die Waffen auch verkaufen, ne, die du findest und die ganzen anderen Sachen. Und du kriegst für den Einsatz kriegst ja auch immer was, aber wir haben jetzt bis jetzt keine Zwischenmissionen, wir haben ja meistens nur Hauptmissionen gemacht. Ja. Okay, damit kann ich arbeiten. Sie sind ziemlich geschickt, wissen Sie das? So, und jetzt kannst du zum Beispiel hingehen. Jetzt haben wir ein Ding freigeschaltet. Hast jetzt auch deine Sachen ausgebaut, ne? Ja, jetzt. Jetzt kannst du, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt könntest du einmal auf K drücken, da könntest du jetzt Fertigkeiten und Talente, siehst du da, ja, könntest du rein theoretisch was umstecken. Was umbauen. Die Sachen, die du gerade eingekauft hast, da. Und jetzt hast du, wenn du auf Fertigkeiten gehst, müsstest du rein theoretisch so ein Abwehr-Dingens freigeschaltet haben. Ja, dann ziehen.
Wir können die Infrastruktur überwachen. Zurückschießt hier. Dann kannst du dann immer so Dinge an Stationen aufstellen, die ballern dann mit in den Feinden rein. Echte Freude. Und alles, was dich angreift, also auch wenn ich, aber wenn du nachher in Dark Zone bist, du stellst so ein Ding auf, sag jetzt mal, und dich tut ein anderer Mitspieler angreifen, dann ballert das Ding auch auf den. Also alles, was dich beschießt, wird davon angegriffen. Cool, ich kann jetzt Klamotten verbessern. Ich habe verbessert freigeschaltet. Ja, okay. Habe ich keine Ahnung von. Jetzt heißt der Maxi endlich das Spiel hier rund, ey. Warte mal, du hast keine Ahnung davon und? Dass der Maxi endlich das Spiel holt, weil der ist so ein Verbesserer. Ja. Okay, ja, der setzt sich dann richtig mit auseinander, ne? Ja. Der macht wahrscheinlich Nacht-Sessions daraus. So. Das reicht mir erstmal wieder. Ja. Es ist eine Mitteilung der Rettungsdienste. Wer wiederholt gegen die Regeln der Operationsbasis verstößt, wird aus der Sicherheitszone und dem Schutz der Gemeinschaft ausgeschlossen. Sehr schön.